Aloha Katzenberger Freude! Freude! Aloha Katzenberger Freude! Aloha Katzenberger Freunde natürlich! Herzlich willkommen zur neuen Folge von My Kaffee Katzenberger! Ja, ich wollte jetzt gerade hier meinen Fehler vertuschen. Ich habe nämlich gestern vergessen aufzunehmen. Moment, ich stelle mein Mikro kurz richtig. So, ich hoffe, es hat nicht zu sehr geknattert. Ja, erster Tag Login-Bonus. Um ganz sicher zu gehen, habe ich das gerade mal kurz offscreen gemacht. Deswegen, ich hätte euch das gar nicht gesagt, wenn ich nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre, dass ich gestern nicht abgeholt habe. Gut, 45 Katzentaler haben wir gekriegt, aber naja, gut. Diese ganzen Spiele mit Login-Bonus und musste jeden Tag dann abholen und so, damit du in den Rängen aufsteigst, halte ich sowieso nicht so ganz viel von. Aber gut, wenn es bei meinem Kaffee Katzenberger so ist, dann ist es halt so. Deswegen höre ich jetzt nicht auf, das Spiel zu spielen, weil ich liebe dieses Spiel immer noch. So, wir holen jetzt die Besuchspunkte von unseren Freunden ab. Die schöne Kuhle war da, Elfie, Sicuria, Ramborn und Britney Room. Die Standardleute, sehr schön. Vielen Dank für die netten Pünktchen. Ich komme gleich auch. So, erstmal hier abgreifen. Zack, zack. Erstmal gucken hier, was der Eintrag nicht auf mein Kaffee Katzenberger und schon, ne? Erstmal hier die Orientierung gewinnen. So, die Aufgabe. Zack. Die letzte haben wir übrigens nicht geschafft. Warte mal eben, sammle 5 Eier. Okay, kein Problem. Ja, die letzte haben wir nicht geschafft, weil ich war ja so blöd. Und, hab falsch gelesen, wie ihr es schon am Titel gesehen habt. Okay, mit den 5 Eiern, das wird nichts, weil nicht alle haben hier nämlich die offen. Da Ramborn hat auf jeden Fall offen. Muss man eben gucken. Komm, go, go. Da schauen wir mal, ob wir ein Ei abgreifen können. Ja, wir haben ein Ei bekommen. So, Sieg Bromons. Direkt hochscrollen. Auch nicht. Okay, egal, wir greifen dann trotzdem schon mal direkt ab. NL Rahm müsste eigentlich offen haben. Ne, auch nicht. Na super. So, dann gehen wir hier holen. Dann Britney Room. Bitte, bitte habt die offen. Ja, zack. Jo, Aufgabe geschafft. Schön. Wie wir das jetzt gemacht haben, keine Ahnung. Ich habe, wie ich mich entsinnen kann jetzt gerade, haben wir nur 2 Eier gefunden, aber egal. Gut. Haben wir die Aufgabe erledigt. Sehr nice. Holen wir das ab. Knoblauch ist immer gut. Yam, 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 yam. Um Knoblauchorgien zu feiern. So, hier die beiden. Zack. Schön. Da machen wir direkt die Freunde. Die besuchen wir dann sofort. Zack, zack. Und zu Elfi, die uns immer sehr fleißig besuchen kommt. Und schon hier alles offen hat. Geil. Lorin. Hallo. Da. Und ja. Okay, Geld brauchen wir. Cyberplayer. So viele Theken. Da. Okay. Und hier. Oh, ich hätte gerne Kartoffel gehabt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann gehen wir mal zu Epic Leilani Fan, die irgendwie überhaupt gar nicht aufsteigt. 1, 2. Da hat sie mal kurz was getan hier in ihrem Café. Und. Ui, hier und hier. Schön. Paprika und ein Sternchen. Auf nach Hause. Zack, 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 zack. Hochscrollen. So, mal kurz hier eben die Kohle abkassieren. Weil da draußen warten ja Leute, ne? Wir haben übrigens die Quest da oben. 41 von 74. Ich glaube, das war bedienen. So, dann kommen wir hier. Gehen wir wieder von da. Ich weiß, die Dani, die muss jetzt hier Frühsport machen, weil die um die ganzen Tische rumrennen muss, weil jetzt hier gerade nur die eine Hälfte fertig war. Aber gut, ich habe gestern auch noch ein bisschen Sport gemacht. So, dann darf die Dani das jetzt auch tun. Gut, ich glaube, an Essen haben wir im Moment alles. Wenn nicht, dann können wir ja was nachkochen. Die Paella, ich musste mich erstmal dran gewöhnen, dass hier unten kein Katzengold mehr war. Ich meine, so ist es natürlich definitiv besser, ne? Weil das war ja nicht mit Katzengold zu bezahlen, sondern mit Dollar. 1883. Wir müssen gleich auf jeden Fall dran denken. Eigentlich wollte ich das letzte Folge machen. Dass wir gleich das Hackfleisch verkaufen. Ne? Da gehe ich jetzt auch, wenn die Dani den gebracht hat hier, den Tisch hier fertig hat, dann setze ich auch mal eben schnell neuen Hackfleisch an. Gut, Spaghetti Bolognese, der Fehl... das Fehlkochen hier von gestern oder vorgestern war das. Das müssen wir jetzt ausbaden, ne? Sind noch 16 Stück. Ist aber nicht so schlimm.
Okay, zweimal Rindfleisch fehlt mir. Dann gehe ich das mal eben kaufen. 130 Hackfleisch. Halleluja, ey. zweimal Rindfleisch kaufen wir und können die Zubereitung starten. So, dann können wir direkt mal eben Kaffee con Leger ansetzen. Zack. Und hierfür... Oh, 5 Tomaten fehlen uns da. Habt ihr gehört, wie jetzt gerade meine Stimme leicht versagt hat? Schwupp, war sie weg. Aber gut, ich quatsche einfach weiter drauf los, kein Problem. So, Nudeln aglio e olio haben wir auch. Ach, jetzt sind wir wieder so weit vom Level up entfernt, aber eigentlich geht das ja immer recht zügig. Und dann irgendwann werden wir Level 20 sein und dann können wir, glaube ich, hier vorne ab Level 30, okay. Ja, ich hoffe, das kostet uns auch nicht wieder so viel dann, so viel Katzengold, weil so viel haben wir ja nicht. Ja, ich finde das immer ganz, ganz schade, dass das alles so viel Echtgeld dann kostet. Oder man echt ein Jahr braucht, um, weiß ich nicht, so viel Katzengold dann zu sammeln, weil am Anfang geht das recht schnell, weil man da schnell levelt, aber wenn man irgendwann dann, so wie Ranbon jetzt gerade, 2800 Punkte oder irgendwie sowas, kann mich gerade nicht entsinnen. Wenn man dann so viele braucht, dann ist natürlich schwierig, ne? So, sollen wir jetzt die Tomaten kaufen? Gucken wir mal eben, ob wir hier irgendwas ansetzen können. So, 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 liebe Daniela. Okay, Rindfleisch fehlt uns. Oh, lecker, der Fleischtopf. Schweinefilet mit Kaffee hatten wir ja schon. Der Hackbraten. Ui, den können wir ansetzen. Gewinn pro Portion 10. Gut, Moment mal eben. Mal eben gucken, wie viel hier von 25 Stück, 18 Stück, 25, einmal. Okay, dann setzen wir schon mal den Hackbraten jetzt an. Gewinnproportion 10 und hier 17. Oh, wow, 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 wow. Ich meine, ich würde den ganz gerne mal kochen. Wie viele brauchen wir eigentlich noch jetzt? Wie viele Punkte, damit wir ein Sternchen bekommen? Zweimal noch. Okay, dann kaufe ich noch zweimal Rindfleisch, dann machen wir das Ragout Finn jetzt. Viel Rindfleisch braucht man immer dafür, ne? Ja, so. Genau, das Ragout Finn, wenn wir das eh noch zweimal zubereiten müssen, um dann weniger Zeit dafür zu brauchen, überhaupt generell, dann lohnt sich das ja auch, ne? Haben wir denn mal wieder irgendwelche Quests erledigt? Nee. Oh, da kriegt man so ein Profilbild, cool. Das ist aber echt süß, ne? Aber die guckt ganz schön böse da drauf. Okay, nein, auch nicht. Okay, gut. Schalte das Kartoffelbeet frei ab Level 20. Okay, das war's, was wir dann machen können. Und das hier ist ab Level 49. Wow. Ganz schön Heavy Metal Payback. Gut, dann lass uns mal ins Zutatenlager schauen und wir alles loswerden können. Auf jeden Fall hier 27 oder 37 Mal verkaufen wir das. So, er bringt uns 296. Ja, und jetzt das Hackfleisch. Ne? Das dauert jetzt natürlich. Ganze 110 Mal werde ich das jetzt verkaufen. Und ja, das ist ein Geklicke hier. Ne? Zack, 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 zack. 70, 80, 90, 100, 110. Haben wir es ja geschafft. Bringt uns 1210 Dollar. Zack. Woo, cool. Haben wir noch was? Eier. Kaffeebohnen, da weiß ich immer noch nicht. Ey, wir kriegen da immer so viele von. Gucken wir auch mal, dass wir dann 20 haben. So, egal. Noch was? Ja, Reis haben wir ja jetzt. Das ist ganz cool. Und Geflügel. Ne, den Rest, den lassen wir. Da, der Kaffee con Leger ist fertig. Und das braucht noch 4 Minuten. So, meine Lieben. Wie lange wollt ihr euch denn jetzt noch aufhalten hier bei mir im Restaurant? Ich habe noch andere Gäste da draußen zu bedienen. Okay, 2 Minuten. 13, 7 Sekunden. Okay, das war wahrscheinlich Kaffee con Leger. So, komm. Eine Sekunde. Alles klar, abgreifen hier. Juhu, 3.357 Dollar. Wahnsinn. Was war das nochmal hier? Moment, ich muss mal eben gucken. Einrichtungen. Küchengeräte. War es bei Küchengeräte? Ja. 10.000, ja gut, aber... wird dann doch ganz schnell gehen, die Bar, ne? So, die Püriermaschine haben wir schon, den Kaffeeautomaten, den Ofen, den Herd. Ja, dann haben wir ja alles levelgerecht, ne? Garnitur schlicht 250.
bringt uns ja auch nicht wirklich, weil wir kassieren, wir bedienen die ja eigentlich recht gut immer. Theke einfach, Wandregal kostet uns wieder Kaffee, Katzengold. Okay, naja gut, okay. Ey, die ist jetzt gar nicht weitergelaufen hier, die Ziege. Hat das gesehen? So, der nächste Gast bitte. Platzen Sie bitte jetzt. So. Spanische Tortilla. Joa. Mein Skype platzt gerade auseinander. Ich bin jetzt da in einer sehr heißen Gruppe drin. Und wenn ich da dann online gehe, ey, dann habe ich erstmal 250 Nachrichten zu lesen. Wahnsinn. Das war damals schon mal so, wie wir in der Battle-Gruppe drin waren. Krass, ich muss mal irgendjemanden fragen, ob der mich auf dem Laufenden halten kann, der sich das immer alles durchliest. Und wenn ich hier gleich durch bin, dann werde ich erstmal auf unserem Server zocken gehen. Der liebe Arcanis hat nämlich Urlaub. Und ja, da werden wir erstmal den Server unsicher machen. Und uns mal. Wir sind zwar Admins, aber wir haben keine OP-Rechte oder irgendwie sowas. Also wir können uns da jetzt nicht irgendwie was cheaten oder so. Das müssen wir uns alles ganz alleine auch zusammensammeln. Okay, wir sind zu viert. Dann geht das natürlich ein bisschen schneller immer. Aber im Moment ist die Fail viel mit der Schule und der Long total oft außer Haus wegen Arbeit. Und dann kriegt er auch noch Besuch und sowas alles. Ja, ich mache morgens dann meine Hausarbeit und danach kann ich dann loslegen, ne? Wenn nicht irgendwie was anderes ansteht. Ja, und deswegen feiere ich das jetzt gerade, dass der Arcanis Urlaub hat. Habe ich gerade erst erfahren, der wartet jetzt auch schon auf mich. Aber ich musste mal eben meinen Kaffee Katzenberger hier zurechtrücken. Also, das muss. Das ist ein Muss hier. 360 immer noch. Das ist echt doof. Gut, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. Ich weiß jetzt im Moment nicht, was ich hier tun soll. Wird also immer schwieriger, irgendwie die Let's Plays zu füllen mit irgendwelchen tollen Attraktionen. Weil im Moment ist, glaube ich, ja, gut. Wir müssen halt warten. Wir brauchen 10.000 Katzentaler. Ich versuche natürlich offscreen einiges zu machen, aber im Moment ist das ein bisschen schwierig mit den ganzen Let's Plays und so. Da muss ich mal gucken, dass ich da überhaupt meine Regelaufnahmen hier gebacken bekomme. Und ja, weiß ich nicht. Okay, wir kassieren den dann noch schnell ab und dann warten wir auf den nächsten Gast. Das kommt mir gerade ganz gelegen. Ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass ich ab und zu dann so eine 10-Minuten-Folge nur raushaue in der Zeit, wo wir jetzt hier nicht so viel zu tun haben. Ja, müsst ihr da nicht böse sein, versteht das? Also ich kann jetzt natürlich hier den Larry machen, kann euch hier irgendwelche Witze erzählen und so, aber weiß ich nicht. Also ihr könnt mir ja mal unter die Kommentare schreiben, habe ich übrigens schon lange nicht mehr nachgefragt, was ich jetzt hier tun soll. Ob ich vielleicht nur 2 Folgen die Woche raushauen soll und dann die ganze Zeit offscreen arbeite, damit diese Folgen nicht so langweilig werden. Oder ob euch das nicht stört, wenn ich dann 1-2 Folgen mehr raushau. Dass ich dann halt nur eine 10-Minuten-Folge raushau, wenn ich überhaupt dann auf die 10 Minuten komme. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. So, jetzt haben wir Gott sei Dank Glück, dass hier einige fertig werden, dann kann ich doch noch mal ein bisschen dranhängen. Sehr schön, habe ich jetzt gut gequatscht, ne? Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass das doch so schnell geht jetzt hier. Die waren alle gerade recht lange noch am Essen. Dadurch, dass wir ja die teuren Gerichte jetzt auch kochen, dauert das natürlich dann auch lang, ne? Und ich möchte jetzt auch nicht mehr auf diese ganzen Nudelgerichte, außer wenn ich mich natürlich vertue hier, Schwamm drüber, möchte natürlich nicht auf die ganzen Nudelgerichte oder die Kaffeegerichte nur eingehen, damit das hier länger dauert, weil irgendwann stehen dann auch hier keine Gäste mehr, ne? Ist ja dann klar. So, Ragufin. Jetzt haben wir nämlich einen frei hier und dann können wir mal schauen, was wir dafür kochen. Vielleicht machen wir ja dann doch noch hier gerade das, was wir im Ofen hätten machen können, diesen Hackbraten. Oder vielleicht, ich muss mal gucken, vielleicht haben wir ja auch mittlerweile mit den Level-Ups schon wieder andere Sachen zu kochen. Ich schau mal. Gebratener Reis, Pilzrisotto, nee. Ab Level 20 kommt dann der Eierkuchen und ab 24 die Lachs-Sahne-Nudeln. Schade, dass wir da noch nicht drauf zugreifen können, ne? Das sieht auch gut aus. Hatten wir das überhaupt schon mal, das Pilzrisotto? 12 Gewinn? Oh. Ich verstehe, also das verstehe ich auch wirklich nicht, ne? Aber obwohl Gewinn pro Stunde, wie viele Portionen kommen denn da? 7. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Okay, Dauer 3, ja, gut.
Gut, deswegen ist das, weil es nur 3 Minuten 20 dauert, ne? Ja, gut, das könnten wir kochen, die vegetarische Paella. Da haben wir schon ein Sternchen und müssten noch 39 Mal zubereiten. Die Kartoffelpfanne noch einmal. Haben wir denn dafür alles? Passt auf, dann machen wir die Kartoffelpfanne jetzt für da vorne. Ist ja auch ganz cool, da wir ja eh jetzt einen frei haben. Und dann haben wir das Sternchen auch für die Kartoffelpfanne. Das ist auch ganz cool. Komm, raus mit dir. Raus. Einer steht da noch? Nö, da stehen noch mehr. 4 Stück. Okay, die können wir jetzt nicht alle bedienen, aber den einen, den schaffen wir noch. Die eine mit dem tollen Top. Wen es übrigens interessiert, ich habe jetzt, bin ja meine Diät am machen, deswegen muss ich ja auf ein paar Sachen verzichten. Müsste ich eigentlich nicht, weil dieses Punktesystem, also wer mal 1-2 Kilo abnehmen will, ganz schnell, der kann dieses Punktesystem machen. Ist nicht von Weight Watchers, ist von My Miracle. Das ist kostenlos. Das ist genauso effektiv wie Weight Watchers, weil ich habe jetzt in 5 Wochen 7 Kilo runter. Also ich habe mir hier und da, hat mir mal was gezwickt so. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt 30 bin nächstes Jahr, will ich auf jeden Fall diese überflüssigen Funde loswerden. Weil ich habe nämlich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass es ab 30 echt so abwärts geht mit Gewichtsproblemen und sowas alles. Ich habe keine Ahnung. Bei mir liegt es eh in der Familie, ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen zu haben. Hat mich eigentlich auch nie so richtig gestört. Aber jetzt wollte ich echt mal so ein paar Kilos, so 10 Kilo oder so, wollte ich echt verlieren. Ja, 3 Kilo habe ich jetzt noch vor der Brust. Das wird super schnell gehen jetzt. Und dann versuche ich mal auch mit My Miracle dieses Gewicht zu halten. Und ja, ich kann es euch nur nahelegen, also wenn ihr mal ein paar Kilos verlieren wollt und da nicht so viel Geld für ausgeben wollt, einfach ist es auch, macht es. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Ich sage bis übermorgen. Ciao, ciao.